Sparst du wirklich beim Kauf von günstigen Farben? Darüber sprechen wir heute und am Ende zeige ich dir noch, wie ich beim Kauf von meinen Farben so richtig spare. Bleib dran, es geht gleich los. Dann holt mal eure Notizzettel raus, einmal die Nachteile und Vorteile von günstigen und teuren Farben. Was gibt es für Vorteil von einem günstigen Farbe, Farbton, Farbnuance? Nur der Preis, das ist günstig, ja? Und damit lockt das uns an und wir sagen, ach, 2 Euro für die Farbe, geile Sache. Aber dann hast du die Farbe gekauft und was stellte sich heraus? Schlechte Deckkraft, schlechte Pigmentierung. Wir können die Farbe ab und zu mit unserem Puring-Medium, wenn es um Puring geht, schlecht vermischen. Es gibt auf der Farbe keine Symbole. Da kannst du nicht erkennen, deckend, nicht deckend. Und das Schlimmste ist, du brauchst größere Menge. Weil wegen dieser kleineren, so weniger Pigmentierung, braucht man mehr Farben. Das sind die Nachteile und Vorteile von günstigen Farben. Und jetzt zu den teuren. Ja, das ist teuer. Aber wenn du die teure Farbe kaufst, dann sind sie hochpigmentiert. Sie haben Symbole drauf, wo du gleich erkennst, deckend, nicht deckend. Du kannst Spaß daran haben beim Malen. Du musst die Bilder nicht übermalen, wenn es um normale Acrylmalerei geht. Und wenn du purst, ist das nach dem Trocknen leuchten die Farben. Sie verlieren nicht seine Farbintensität. Und natürlich, Entscheidung liegt bei dir, ob du günstigere oder teure Farben kaufst, Vergleich siehst du jetzt auf deine Zettel. Jetzt zu meinem persönlichen Tipp, zu dem, wie ich die Farben kaufe. Ich habe meine Lieblingsfarben und ich warte wirklich auf dem Angebot, weil es gibt so in verschiedenen Herstellern, wir haben einen Online-Betrieb und so weiter, wo eine oder andere Firma 20, 30, 10% Rabatt anbietet. Und dann habe ich meine Liste und ich gehe gezielt und kaufe dann 3, 4 Tuben. Das Schönste ist zum Beispiel auch bei Leinwänden kaufen. Dann kann man dann auch 10, 20, 30 Stück kaufen und dann sortiert zu der Wand stellen. Und so spart man bei einer Leinwand vielleicht nur Euro oder bei einer Farbe nur 2 Euro. Aber wenn die Farbe 20 kostet, dann sind das 20% schon richtig gutes Geld. Kauf 2 gibt es auch Aktionen oder 4:1 Aktionen, 2:1, die nehme ich alle mit. Und ich wollte dich fragen, guckst du auf die Preise? Sparst du bei Farben kaufen? Hast du vielleicht deinen Geheimnistipp? Das würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal, deine Albina.